Zack. Und da haben wir ihn. Das ist Jerkbait. Die wohl heftigste und schwerste Angelmethode im Game. Ideal für Hechte. Ja, das ist natürlich schön hier. Zack, der 3-Kilo-Hecht. Ganz wichtiger Fisch, auch für ganz viele Kaffeeaufträge. Und wie fängt man ihn am besten, den Hecht? Im Game immer noch das A und O für Hecht, die Jerkbait-Route, Montage und die passenden Köder dazu. Dicke, fette Ruten, dicke, fette Rollen für richtig gute Brocken mit einem riesen Maul. Und ja, die Köder sind entsprechend groß. Das hier ist jetzt gerade das Gieren. Wir sehen hier gerade schon die Führungsmethode. Das heißt, einkurbeln und dann einfach hier durchziehen. Das ist ähnlich wie mit den Topwatern zum Beispiel. Man giert hier so langsam durch. Zack, man wirft wieder aus. Oder ähnlich auch wie mit den Wobblern. Nur bei den Wobblern ist es dann eben das Twitchen, weil die eben unters Wasser twitchen. Und hier die Köder, das ist ja jetzt ein Schwimmender, der giert durch das Wasser oben drüber. Und dann, zack, da geht der nächste rein. Und dann gibt es aber auch noch, oh ja, ganz kleiner. Dann gibt es aber auch noch von den Jerkbaits sinkende Jerkbaits. Und die sinkenden, die können wir dann auch wieder anders führen. Aber das hier, tja, wie gesagt, ist oder war es mal die ultimative Methode? Ich würde sagen, Jerkbait ist ein wenig auch vielleicht in Vergessenheit geraten. Es wird weniger verwendet, denn auch da wurde die Methode irgendwann mal ein wenig genervt, beziehungsweise die Hechte reagieren vielleicht nicht mehr so sehr darauf. Oder der Hecht an sich ist vielleicht ein bisschen uninteressanter geworden fürs Draufangeln. Das heißt, man findet kaum noch Rekorde fürs Hechtangeln, liegt aber auch natürlich daran. Wir haben heute gerade Montagnachmittag und wo finden wir sämtliche Hechtrekorde im gesamten Game? Und das zieht sich halt seit Herauskommen des Gewässers so durch. Es gibt keine anderen Hechte mehr außer am Ladoga. Dementsprechend, ja, wird glaube ich auch nirgendwo anders mehr großartig nach Hechten gesucht. Hecht ist einfach aus dem Game mit Erscheinen des Gewässers quasi rausgeflogen. Keiner interessiert sich mehr großartig fürs Hechtangeln, weil man sieht immer nur noch die dicksten, unglaublich dicksten Hechte am Ladoga. Und dementsprechend ist es halt an allen anderen Gewässern, tja, einfach nicht mehr interessant, auf Hecht zu gehen. Aber die Hechte gibt es noch. Die Hechte sind noch da. Und wenn wir zum Beispiel hier am Ladoga See, nicht am Archipel, jetzt sind wir hier am Ladoga See, mal schauen. Das hier ist eine klassische Stelle. Hier unten ist so eine Schilfbank, auch das eine ganz klassische Stelle. Aber auch hier hinten in diesem Bereich immer mal wieder testen. Oder auch hier in diesem Bereich, direkt hier unten in diesem kleinen Seitenarm. Also es gibt überall Bereiche, wo man eben hier sehr gut immer noch auf Hecht angeln kann. Einfach mal probieren. Und auch hier hatte ich meine dicksten Brocken rausgezogen. Da ist er, der dicke fette Hecht. 17 Kilo hier am Ladogasee. Ripper Jerk F12005. Ripper Jack Jerk F12005. Übrigens auch eine Serie, die man sich auf jeden Fall, hier ist er, der Fünfer, den man sich auf jeden Fall kaufen soll. Und jetzt kommt es dazu, das ist so eine Serie, wonach man sich auch seine Jerkbait-Route vielleicht anschafft. Das heißt, so vom Wurfgewicht müssen wir gucken. Jerkbait ist halt Angeln mit sehr, sehr großen, schweren Ködern. Es gibt auch hier diese ganz großen Brocken, die liegen bei fast 100 Gramm pro Köder. Diese riesengroßen Köder brauchen halt eben auch eine Rute mit einem passenden Wurfgewicht. Das heißt also, wenn ihr euch eine Jerkbait kauft, seht zu, welche Rute ist eben passend, welche Rute deckt ein großes Wurfgewicht ab. Es gibt ja auch hier diese ganz kleinen mit 17 Gramm. Da sind wir jetzt deutlich drunter,
Allerdings auch die, wenn wir jetzt hier schön weit auswerfen, guckt euch das an, die fliegen ja super weit. Die fliegen ja wirklich mega weit. Vorteil natürlich von diesen Rollen, von den Baitcast-Rollen, die sind da einfach so ein bisschen entspannter mit dem Auswerfen. Auch die kann man natürlich gut durchgieren. Gut, jetzt haben wir gerade schon halb eins in der Nacht, da wird es kein Hecht mehr drauf gehen. Aber grundsätzlich ist das eben auch durchaus eine Möglichkeit, solche kleinen Köder zu verwenden. Ziehen wir den mal eben wieder rein. Also wie gesagt, das Wurfgewicht ist halt entscheidend und eben auch dran denken, es ist auch gar nicht so notwendig, beim Hechtangeln so super weit auszuwerfen. Hechtangeln ist in der Regel so, dass ich maximal 20, also mit normal großen Ködern, so 20-30% vielleicht irgendwie so auswerfe. Dann fliegen die ihre 25 Meter vielleicht weit und das reicht gänzlich. Man ist ja irgendwo an so einer Schilfkante, an so einem Bereich und angelt da. Man will ja nicht einmal quer über den Acker hier werfen und dann von da ganz hinten aus einen Hecht drillen. Dann kann man da auch einfach hinlaufen, wenn man da die Hechte vermutet. Deswegen so ganz wichtig ist das mit der Wurfweite nicht. Aber wie gesagt, das Wurfgewicht ist halt wichtig, dass man auch Köder eben rauswerfen kann, die eben sehr schwer sind. Also das ist schon noch deutlich wichtiger als die kleinen, denn wir wollen ja auch die dicken, fetten Brocken. Und wenn man hier zum Beispiel auch diese selbstgemachten nimmt, diese dicken, fetten Brocken hier, die muss man natürlich auch rauskriegen. Riesengroße Köder, aber eben auch praktisch, denn wir wollen ja die dicken, fetten Hechte mit ihrem riesen Maul und da wollen wir dann eben auch diese großen Köder verwenden. Ich sehe gerade, ich habe noch Puschelhaken drauf, würde ich glaube ich mittlerweile gar nicht mehr machen, hatte ich vor Jahren eigentlich immer standardmäßig auf allen drauf. Ich glaube mittlerweile reicht da auch eine ganz normale, vielleicht so ein Etalon, diese ganz guten, die natürlich auch sehr teuer sind. Aber wenn man eben auf die dicken Brocken gehen will, muss es nicht zwingend im Puschel sein. Aber eine gute Qualität sollte er auf jeden Fall haben. Gucken wir uns das Ganze nochmal eben ab. Das Setup, wie gesagt, ist so aufgebaut, dass ich jetzt eigentlich hier nur in Anführungszeichen auf Hecht aus bin. Muss man das so machen? Nein, natürlich nicht. Man kann hier auch deutlich leichter unterwegs sein. Hecht ist jetzt ja auch nicht so der riesengroße, schwere Brocken. Das heißt, man könnte vielleicht so eine 22er Schnur hier nehmen, wenn sie nicht so ganz verschlissen ist. Dann aber auch trotz allem ein dickes, fettes Vorfach. Minimum im Normalfall 35 Kilo. Wenn man am Archipel unterwegs ist und da gehen diese Super Trophies rein, dann würde ich hier 55 Kilo vielleicht verwenden. Oder natürlich Stahl. Ob das jetzt hier 45 Kilo ist oder 30, das sollte auch ganz gut passen. Einfach so kombinieren. Ja, das Vorfach ist über der Tragfähigkeit der Hauptschnur. Ist nun mal so, man ist ja auch vorsichtig, man passt ja auch auf, man hat ja auch mittlerweile Skill, wenn man sich sowas hier zusammengesetzt hat und gekauft hat. Und dementsprechend weiß man damit umzugehen und drillt dann den Fisch auch ordentlich. Und dann klappt das auch. Guter Haken natürlich hier auf den dicken Wobbler. Und dann ist es eigentlich aber auch nichts anderes als das Durchgieren wie mit den anderen Ködern. Ich kann das hier nochmal zeigen mit den Ripper Jerk S. Hier haben wir es auch wieder. Wir haben einmal F für schwimmend, die Floating, und S für die sinkenden. Hatte ich auch schon in den anderen Videos erklärt. Ich verlinke das auch nochmal. Also S haben wir jetzt hier. Das heißt, wir werfen ihn rein und er plumpst halt runter und verschwindet. Auch hier ist dann die Führungsmethode natürlich dementsprechend anders. Das bedeutet, wenn wir beim Floating-Köder die ganze Zeit das Gieren hatten, haben wir jetzt natürlich bei diesem, der jetzt unter Wasser ist, die Möglichkeit, auch einmal das Gieren zu machen. Und zum anderen können wir aber auch einfach durchziehen. Stopp machen, er sinkt ein bisschen ab. Oh, da war gerade schon die Führung. Ich werfe nochmal ein bisschen neu. Einmal nochmal raus hier, so. Das heißt, wir ziehen einmal durch. Lassen ihn absinken. Gehen wieder durch. Fünfmal ungefähr absinken lassen. Wieder durch. Da kam schon wieder kurz die Meldung der Führung. Wieder absinken lassen. Und dann haben wir jetzt hier Stop-and-Go-Führung zum Beispiel. Absinken lassen. Führung mit Zwischenstopp müsste auch funktionieren. Das heißt, man zieht ihn durch, lässt ihn dann ein bisschen absinken.
Manchmal kommt auch Führung, da war es schon wieder, Führung mit Zwischenstopp und Stop and Go dann gleichzeitig oder direkt nacheinander. Also diese Möglichkeiten hat man. Oder eben dann auch, wenn man hier unterwegs ist, dann wie gesagt dieses Absinken lassen, da ist es Führung mit Zwischenstopp. Wieder ein bisschen kurbeln, zack, wieder Pause machen. Er sinkt dann halt langsam runter. Oder dann auch hier natürlich schnelles Einkurbeln, Pausen machen dabei. Wieder schnelles Einkurbeln. Also das sind alles so diese Spielereien. Das ist fast ähnlich wie mit dem Blinker, ne? Weil es eben ein Köder ist, der halt runterfällt, zieht man eben durch. Oder auch mit dem Spinner kann man das ja hier auch machen. Schnelles Einkurbeln. Nach einer Zeit ist es dann wieder weg. Dann hört man auch auf mit dem schnellen Einkurbeln. Dann wieder ein bisschen ziehen. Wobei, also das kann funktionieren für Hechte. Häufiger funktioniert es aber auch ganz gut, dass man den Köder einfach durchzieht, eine kleine Pause macht und in dieser Absinkphase, wo der Köder quasi gerade runterfällt, dann kommt der Einschlag von dem Hecht, dann beißt er rein. Wie gesagt, ganz wichtig, zwischendurch mal diese kleinen Pausen zu machen, dass so ein Hecht eben auch mal hinterherkommt. Man sieht es manchmal bei klaren Gewässern, dass die Fische, je nachdem wie schnell man einkurbelt, fast nicht hinterhergeschwommen kommen. Und dann zieht man ihn hier schon rein und sieht vielleicht gerade unten noch den Hecht hinterher, aber man hat gerade schon eingekurbelt und weg ist er. Also das sind so die beiden oder die verschiedenen Variationsmöglichkeiten beim Jerkbait. Wie gesagt, im Großen und Ganzen sehr, sehr profitabel fürs Hechtangeln, ist auch für mich immer noch Hechtangelmethode 1, wobei es mittlerweile schon fast abgelöst wird durchs Pop-Up-Angeln, schön mit den Oberflächenködern, da geht das richtig gut. Natürlich auch hervorragend mit Köder-Fischmontagen beim Grundangeln. Auch das funktioniert natürlich top fürs Hechtangeln. Wenn das Ganze geholfen hat, einen Daumen da lassen fürs Video, den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.